sonst noch so gibt. Boss Explosive ist ja sowieso immer lustig, Alter. Let's go, gib ihm! Das ist ein ganz anderer Maßstab wie beim Stethoskop. Wer übrigens Wasserfälle übrig hat, ich glaube, wir machen heute lange, Alter. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ich bin gekommen, um den Arsch zu versuchen. Schock-Rap, in dem ich rappe, dieser Tupac ist ein Hurensohn. Ja, Hengst ist ja bekannt für sowas, ne? Aber das kannst du halt nicht bringen. Seit diesem Diss ist es um Tupac ganz schön ruhig geworden. Ja, das stimmt, Alter. Schön auf den getreten, der am Boden liegt. Boss Explosive ist vom YouTube-Partnerprogramm gekickt. Ist das nicht schon immer so? Dankeschön, Lara. War der nicht schon immer nicht im Partnerprogramm? War da nicht was? Ich meine, da mal was gehört zu haben. Komm, machen wir heute mal die Flasche. Und wieder ist die Flasche leer. Alle Adern werden gleich geflappt, ich nah. Eine kurze Sache zu Boss Explosive. YouTuber hat letztens eingeführt, dass Kanäle, die nur Zusammenschnitte machen und nicht genug eigene Edits machen, nicht mehr Geld verdienen dürfen. Er meinte auch auf Twitter, er hat Fulltime YouTube gemacht und jetzt, joa, boah. Also mal real talk, Alter. Boss Explosive bringt so krass viel Eigeninnovation da rein. Das finde ich, der hat ja schon mal, ich weiß gar nicht, mit was der so krass Probleme gehabt hat. Aber dass der jetzt nicht mehr monetarisieren kann, ist wirklich hart. Weil die Videos sind ja nicht lustig wegen der Lines. Die Videos sind lustig wegen des Editings. Die Videos sind lustig wegen der Einspieler. Die Videos sind lustig wegen der Ideen mit Lines, die schon jeder Esel hatte. Oder eigentlich korrekte Lines, schlecht gealterte Lines, die Thumbnails sind on top. Der bietet ganz, ganz vielen Leuten Mehrwert. Ne? Ich meine, die letzte, ich habe im Moment auf YouTube, glaube ich, im Durchschnitt auf Reactions immer so 3.000, 4.000 Views. Die letzte Boss Explosive Reaction hat einfach 20.000, vielleicht glaube ich, einen Huni mitverdient. Das bedeutet ja dann theoretisch, dass ich mehr Cash verdiene an Boss Explosive als Boss Explosive. Das ist richtig bitter, Mann. Das ist richtig bitter. Ich hoffe, dass sich das noch ändert, weil ich will auf seinen Content auch einfach nicht verzichten. Ich bin 2,3 mm vom Ziel und passe perfekt in das Täterprofil. Ich rede zu viel, doch nur 10% real. Jeder meiner Leute passt ins Täterprofil. Othello, Leica, Mobile, Tenner, Handy, passt ins Täterprofil. Reebok Classics, Alpha Bomber, ich passe in das Täterprofil. Zwischen Plattenbau, Harz, jeder Zehnte am Deal. Passt 90% in das Täterprofil. Deine Melancholie und sie sagen, ich passe in das Täterprofil. Aber geiler Reim. Melancholie auf Täterprofil gefällt mir sehr, sehr gut. Schöner Nomenreim. Bisher, ich finde auch Täterprofil eigentlich ein cooles Wort, das kann man benutzen. Ist natürlich, ne, wenn es sich häuft, ist es lustig, aber die Michael O-Line fand ich hier, glaube ich, am coolsten, weil Melancholie auf Täterprofil ein geiler Reim ist. Ach, ich breit gebaut, ich pass ins Täterprofil. Oh. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen unzensiert. Du trinkst so wöchentlich mit hässlichen toten Bier. Ich bin beim Öffentlich-Rechtlichen unzensiert. Was ist das eigentlich für ein Foreshadowing, wenn man überlegt, dass er jetzt, gut, nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern mit Peter Rosbeck von der Bild, glaube ich, aber theoretisch ja mit den Mainstream-Medien einen Podcast macht, der unzensiert heißt. Oh Mann, Alter. Danny, mein Bester. Ich möchte dir jetzt auch nochmal, ich habe gerade den zweiten Teil gelesen, natürlich herzlich zusagen. Ich werde jetzt mal nicht verraten, worum was es geht, aber ich bin ja nicht Mois. Ey, geil, schön, dass du da bist, Danny, Bruderherz. Wie geht es dir? Ja, Bushido hatte da wohl noch keine Ghostwriter, Alter.
Mein Vater packt bald den neuen Elfer mit vor. Mein Vater packt bald den neuen Elfer mit V8. Einer hat gerade geschrieben, Boss Explosive auf jeden Fall altes JBB-Kiddy. Scheint zu stimmen, Alter. Detox Vengeance kennen ja nicht mal JBB-Kiddys. Ich habe nachgeschaut und den. Mein Vater backt bald den neuen Elfer mit V8. Den neuen Elfer gibt es wahrscheinlich nicht mit V8, ne? Gibt es gar nicht als V8. Ja. Ey, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass, was das genau ist. Ne? Ich kenne mich mit Autos aus wie Franzosen mit Kriegsführung, ja. Aber es ist halt dadurch, wenn es das nicht gibt, dass er die Hook so darauf aufbaut. Die Hook kenne ich nämlich und das dann immer wieder wiederholt mit V888 und das so zu seinem Hook-Inhalt macht. Weil, ach, das ist bitter. War das schon mal so ein Ding? Also hat das schon mal jemand gesagt? Weil ich meine, da klingelt was bei mir, dass sich da schon mal Leute drüber lustig gemacht haben. Vielleicht solltest du eine fehlerhafte Zeile nicht als Hook nehmen. Nein, ernsthaft, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hörst du mir überhaupt zu? Hör auf, Professor Jesus, Bruder! Ich liebe das Format. Ich freue mich drauf, wir arbeiten hier für uns. Bro, bestens. Letzte Woche in Hamburg werden noch genossen. Was ist dein Fazit aus dem Urlaub? Was ist jetzt Weltenbummler? Nee, Weltenbummler werde ich nicht, aber es war sehr, 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 sehr schön. Wann bist du das nächste Mal in Köln, Bruder? Dann sehen wir uns. Nach links, ein Schritt nach rechts, und dann stehst du da, wo du gerade eben warst. Ja, da, dem kann man nicht widersprechen. Hold up, wait a minute. Das erinnert mich an AK war das, glaube ich, ne? Der irgendwie gesagt hat, du bist so bababa, dich sollte ein Piano begleiten. Und dann hat er auf dem gleichen auf, was ist das? Und so weiter. Auf jeden Fall auch auf so ein Piano. Ich glaube, Mozart müsste das gewesen sein, gerappt. Bevor ich dich jetzt windelweich prügel, denn du Softie könntest nicht mal eine windelweich prügeln. Der Söldner! Noch mit dem Holzstuhl, Alter, weil ich da keinen Gamingstuhl hatte. Da habe ich immer auf so einem scheiß Holzstuhl gestreamt. Du Softie könntest nicht mal eine windelweich prügeln. Und natürlich die absolut richtige Reaktion darauf. Bevor ich dich jetzt windelweich prügel, denn du Softie könntest nicht mal eine windelweich prügeln. Darauf hole ich mir erstmal ein neues Kaltgetränk, Alter. Geil! Habe ich jetzt gewonnen? Sind wir jetzt im Mainstream angekommen? Bin ich als Reaction-YouTuber? Wenn Ausschnitte von mir bei Boss Explosive gepostet werden, habe ich es jetzt geschafft! Geil, Digga. Ich weiß nicht, das würde mich sehr interessieren. Also wer von euch rausfindet, aus was das Original davon ist, der kriegt von mir einen Zungenkuss beim nächsten Konzert. Aber habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Fand ich sehr, sehr cool, dass ich da auf diese Weise veredelt wurde beim guten Boss Explosive. Einmal war ich in so einer Lines, die schon jeder Esel hatte dabei, einmal bei schlecht gealterte Lines und jetzt auch noch als Einspieler. Es fehlt nur noch die Schellen in den Mundraumline bei schlechteste deutscher Blinds und dann kann man mir nicht mal absprechen, dass ich absolut an der Spitze bin, der. Ich bin im Club, take a drugs, rape a slut, um mich zu betäuben. Alter. Young Lindemann, Biggie und Pac ist auf jeden Fall ein Song, der Fragen aufwirft. Warum rappen Leute sowas?
Man muss fairerweise sagen, dass ich glaube, dass in diesem komischen Ecstasy-Techno-Jargon dieses Wort nicht die gleiche Bedeutung hat wie die Wort-für-Wort-Übersetzung. Aber es ist natürlich trotzdem eine Line, die du auf jeden Fall nicht kicken kannst, Bruder. Ich bin im Club, take a drugs, rape a slut, um mich zu betäuben. You what? Der Verkäufer sagt, du hast keine Kühltür. Ich sag schön für dich. Nein. Dafür. Nein, Echo. Ich spiele, by the way, bei diesem, bei so einem Event in Berlin. Da sind die Main Acts Vaisel und Echo Fresh. Das ist so eine Jam, da spielen mehrere Leute. Da spiele ich auch. Das bedeutet, da sehe ich, was auch total verrückt ist, weil er auch Kölner ist, wahrscheinlich dann das erste Mal in meinem Leben auch Echo. Ich habe Echo einfach noch nie getroffen. Es ist wirklich krass. Nicht mal auf Festivals oder so. Ich habe, glaube ich, wirklich jeden Deutschrapper mittlerweile mal gesehen. Jeden. Aber Echo nicht. Also auch wirklich Bundesliga so, keine Ahnung. Lass Bones sein, Bushido sein, bla bla bla. Man trifft mal jeden irgendwo. Und Echo, der bei mir aus der City kommt, voll gut mit Timey ist, irgendwie mein halbes Umfeld persönlich kennt, noch nie gesehen. Und das Erste, was ich jetzt gezwungen bin, ihm zu sagen, ist, beziehungsweise zu fragen, ist, warum er keine Kühltür hat. Der ist Ghostwriter, Mann, der kann das eigentlich. Wo kommt sowas immer her? Du hast keine Kühltür, ich sag schön für dich, dafür hast du keine Kühltür. Welches Geheimnis ist zwischen diesen Zeilen verborgen? Das war brutal, Alter. So, gut, warum hast du keine Kühltür? Sag es mir.